Hallo und willkommen zum heutigen Tutorial. Heute gibt es wieder eine Problemlösungshilfe, die ich gesehen hatte. Und zwar habe ich hier eine Handelsroute laufen. Nahrungsroute, die soll 16 Nahrung hier hinbringen. Wie ihr seht, die Nahrung wird nicht ausgeladen. Ja, das hatten Leute gegoogelt. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, machst du ein Tutorial, machst du gerade ein kurzes Problemlösungsvideo dazu? Ich habe auch vor, eine Playlist dazu zu machen. Und ja, genau, das Problem liegt nämlich daran, hatte ich in meinem Handelsrouten-Tutorial erklärt, das ist in der Infocard verlinkt. Da kommt man auch im Moment drauf. Und zwar ist das Problem nämlich dabei, dass hier auf Handelsrouten keine Waren ausgeladen werden. Das nämlich in den Einstellungen, also wir gehen einmal auf Handelsroute editieren und dann haben wir hier ja die Handelsroute. Die müsste die, wenn sie bei euch dann so aussieht, weiß ich, dass dann weiß ich die Lösung für euer Problem. Nämlich wird hier immer, man kann sich das vereinfacht merken, wird hier immer angezeigt, wie viel auf dem Schiff, wie viel nach diesem Vorgang auf dem Schiff sein soll. Das heißt, hier laden wir 16 ein und hier bleibt 16 auf dem Schiff. Und das heißt, es wird nichts ausgeladen. Das heißt, wir müssen hier jetzt bestimmen, wie viel nach dem Ausladen noch auf dem Schiff sein soll. Und das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen 0. Ist auch eigentlich immer schon so voreingestellt, dass da 0 drauf bleibt. Ja, das ist zum Beispiel dafür gut, wenn ihr an zwei Kontore irgendwie je 20 liefern wollt, dann stellt ihr hier halt ein, dass danach noch 20 übrig bleiben sollen und dann beim anderen 0 übrig bleiben. Soweit dazu. Das ist die Lösung zu diesem Problem. Seht einfach nur zu, dass hier, es ist hier nicht angezeigt, wie viel ausgeladen werden soll, sondern es ist hier angezeigt, wie viel nach dem Vorgang, also nach dem Ausladen, noch auf dem Schiff bleiben soll. So viel zu dem Tutorial. Und jetzt, wenn wir hier jetzt mal wieder drauf gucken, wenn ich das Schiff nochmal finde, dann hat es hier wieder die 16 ausgeladen. Und wenn wir jetzt einmal das Spiel ein bisschen beschleunigen, dass das Schiff ein bisschen schneller fährt, wir es dann auch gleich wieder sehen. Wenn es dann hier hinten einmal ankommt, so, dann sehen wir jetzt auch, dass die Nahrung in meinem Fall hier wieder ausgeladen wird. Auf der Nahrungsroute werden keine Waren mehr gehandelt. Das ist schlecht. Also, das war das Tutorial soweit. Ein ziemlich kurzes, aber naja. Falls ihr auch noch Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das kurze Video geholfen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Problemlösungen und Anno 17.1 Tutorials sehen wollt. Die bringe ich alle 2 Wochen. Und dann würde ich sagen, bis dann und tschüssi.